Beide wollen gut einsteigen in die diesjährige UEFA Champions League. Beide wollen den optimalen Start. Bleiben Sie dran, gleich geht's hier endlich los im City of Manchester Stadium. Das City of Manchester Stadium ist der Austragungsort dieser heutigen Partie und damit herzlich willkommen. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute wieder ihre Kommentatoren. Heute erwartet uns ein Gruppenspiel in der UEFA Champions League. Manchester City gegen Paris Saint-Germain. Spiel 1 also in der UEFA Champions League. Spannende Sache, Wolf. Wie kommt man rein? Wo führt der Weg hin? Die Erwartungen sind enorm. Bei den Fans wie beim Club keine leichte Aufgabe. Hier haben wir die Aufstellung von Manchester City. Ederson heißt der Torhüter. Kevin De Bruyne steht mit Rodri im Zentrum. Und im Sturm sollen es in diesem Spiel gleich 4 Angreifer richten. City heute mit dem Auftakt in der UEFA Champions League. Und ich glaube, heute erleben wir einen Mitfavoriten, oder? Sehe ich genauso, Wolf. City musst du auf der Rechnung haben, ist wieder eine tolle Mannschaft, perfekt zusammengestellt, auf jeder Position gut besetzt. Und auch der Teamgeist stimmt in dieser Mannschaft, das ist immer wieder zu sehen. Und das ist mehr als nur eine Parade der Stars, das ist kein zusammengewürfelter Haufen, das ist eine echte Mannschaft. Jetzt sehen wir, wie Paris Saint-Germain heute aufläuft. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich an der Linie draußen bleiben. Also sie wollen das Spiel breit machen. Ursprünglich war das City of Manchester Stadium ja gar kein Fußballstadion, Buschi. Nee, eigentlich hat man diese Arena für die Commonwealth Games 2002 erbaut. Leichtathletik und Rugby gab es damals hier. Aber dann hat man sich auf den Fußball konzentriert. Und seither ging es ja bekanntlich steil bergauf. City hat einen beispiellosen Aufstieg hingelegt. Gibt Freistoß, wäre aber auch nicht, denke ich, so früh, muss sie hier keine Karte zeigen. Den Freistoß setzt er in die Mauer. Ja, da war noch einer dran, Gedecke. Kurze Variante bei dieser Ecke. Wer einen großen Titel in Frankreich oder in Europa gewinnen will, der muss erstmal an Paris Saint-Germain vorbei. Genau hinschauen, erstmal Augen auf jetzt. Sehr gut pariert. Da wusste er ganz genau, wann er rauskommen muss. Starke Aktion vom Torhüter. Wir erinnern uns noch gut an die Auslosung hier in der UEFA Champions League. Also als diese Gruppe feststand, dann mussten die Trainer erstmal tief durchatmen. Ederson hält. Eine kurze Ecke. Es gibt einen weiteren Eckstoß. Ecke kommt in den 16er. Ball ist erstmal wieder raus. Ball bei Neymar. Da haben sie jetzt den Ball. Jorginho Wijnaldum. Chance zur Führung. Der Torwart ganz sicher. Aber da muss er mehr draus machen. Das ist eine verschenkte Chance. Einwurf für Paris Saint-Germain. Mit Kevin De Bruyne dürften sie heute ordentlich Tempo in ihr Spiel bekommen. Ein fantastischer Spieler. Was hat der für eine Entwicklung genommen? Schnell, trickreich,
immer das Auge für den Mitspieler, ein Top-Vorbereiter. Oh, da ist er durch. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. Oh, da hat er gezeigt, was Wille ausmachen kann. Dieser Zug zum Tor, sehr, sehr druckvoll. Ein schöner Sololauf, gekrönt von einem sehenswerten Treffer. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Leo Messi macht Druck. Leo Messi! Oh, müsst ihr den machen, Buschi? Ich glaube schon. Der Ausgleich durch PSG lag da in der Luft. Nix ist. Das Pressing ist da. Könnte der Ausgleich sein. PSG mit dem Ausgleich. Alles wieder offen. So, nochmal die Wiederholung. Die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust. Da geht es ganz, ganz schnell. Und der Treffer fällt. Das darf sie dir nicht erlauben. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Heute soll ein guter Start her in die UEFA Champions League. Es ist immer wichtig, du willst optimal loslegen. Haben wir ja oft gesehen. Guter Auftritt im Spiel 1, gutes Ergebnis und dann läuft's. Geht dazwischen und hat den Ball. Im Angriff jetzt Kylian Mbappé. Marco Verratti. Ja, klasse, Ball erstmal weg. Ederson hält. Kurze Ecke. Verratti. Er hält diesen Ball. Sensationell. Ecke kommt in die Mitte. Erstmal geklärt. Jetzt Neymar. Verratti. Aus nächster Nähe die Großchance, aber Ederson ist zur Stelle, verhindert den Treffer. Kurze Ecke. Klasse gemacht, stark geblockt. Die nächste Ecke, nochmal eine gute Gelegenheit. Ecke kommt ins Zentrum. Da ist der Ball erstmal raus. Neymar. Marco Verratti. Messi versucht. Ederson kommt doch an den Ball. Überragend, nicht nur in der Situation. Ecke Neymar. Da konnten sie nichts draus machen. Idrissa Gueye. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Ashraf Hakimi. Das war knapp. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Guter Einsatz. Sie holen sich den Ball. Nicht ungefährlich. Steilpass. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Ball wird geblockt.
Jetzt Laporte. Sie gehen dazwischen. Ja, da ist Platz jetzt. Und es gibt natürlich Einwurf. Chance zur Flanke jetzt. Er war noch dran, gibt Ecke. Neymar mit der Ecke. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. De Bruyne ist da. Schöner Zweikampf. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Hat jetzt Anspielstation. Und jetzt Gündogan. Sie können es machen. Besser, Buschi, kannst du einen Konter fast nicht spielen. Wolf, ganz ehrlich, das war fast schon beängstigend, wie schnell sie da vorne waren. Und dann auch noch dieser Abschluss. Perfekt. Kommt natürlich schon ein wenig überraschend, dieser Treffer. Zuletzt kaum noch etwas von ihnen zu sehen. Aber das war eine wunderbare Aktion. Da hat alles gepasst. Jubel bei Guardiola. Jetzt liegen sie hier in Führung. Es sieht gut aus. Rückstand für Paris Saint-Germain. Jetzt müssen sie sich was einfallen lassen. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Gut gemacht. Vorbei am Abwehrspieler. Ja, das sieht gut aus. Ja, da soll sich niemand wundern, wenn das hier eine Karte gibt. Schiri zeigt ihm Gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Durchaus eine gefährliche Position. Vielleicht können sie hier ausgleichen. Gefährlich. An die Latte. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Knappe Führung zur Pause. Es steht. Und jetzt geht dieses erste Gruppenspiel der UEFA Champions League weiter. Könnte gefährlich werden. Ferran Torres. Die Chance. Tor für Manchester City. Unwiderstehlich drischt er den Ball hier ins Tor. Ein Strahl. Also dafür braucht sie schon eine ordentliche Schusstechnik. Heißt es also jetzt. Jetzt der Vorstoß. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Freistoß Messi und drin ist er. Unnachahmlich. Was für eine Aktion. So, da ist die Wiederholung. Was für eine Bogenlampe. Der ist nicht zu halten. Steht genau unter der Latte im Tor ein.
Jetzt sieht es natürlich nicht mehr so gut aus, klar, sie liegen noch vorn, aber wer weiß, das könnte jetzt nochmal ein völlig anderes Spiel werden. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Bald steht diese Aufgabe in der Champions League an für PSG. Dann geht es zu Hause, sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Und die gelbe Karte für Ramos. Gündoğan. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Weg ist der Ball. So langsam wird es gefährlich. Wäre gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Vielleicht die Konterchance. Er war entschlossen, da an den Ball zu kommen und er hat ihn. Gute Chance. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Jetzt Neymar. Was für eine Parade. Mit einem Hechtsprung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein echter Klassekeeper. Ecke wird kurz ausgeführt. Wartet den Moment. Ball kommt. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber kein Tor. Ah, kein guter Abschlag. Was können Sie jetzt draus machen? Gehalten! Ederson macht die Chance zunichte. Neymar mit der Ecke. Da kann er jetzt erstmal klären. Messi jetzt. Der Zweikampf von De Bruyne. Jetzt können sie kontern. Die Abwehr sucht noch nach ihrer Formation. Jetzt ist der Platz da. Er spielt den Ball raus. Bernat. Ball bei Neymar. Vielleicht wird es hier gefährlich. PSG am Ball. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Aus nächster Nähe die Großchance, aber Ederson ist zur Stelle, verhindert den Treffer. Sie wechseln und Szenenapplaus gibt es da keinen, Bouchet, denn das war heute eine eher diskrete Leistung. Sehe ich auch so, immer wieder kleine Unaufmerksamkeiten, die kannst du dir in so einem Spiel nicht erlauben. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung! Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich, keine Frage. Kurze Ecke jetzt. Der Torwart, ganz sicher. Aber da muss er mehr draus machen. Das ist eine verschenkte Chance. Es ist schon frustrierend. Sie haben Chance um Chance und machen nichts draus. Entsprechend liegen sie hinten. Es ist zu wenig, was sie vor dem Tor zeigen. Sie können jetzt flanken. Oh, und jetzt der Zug nach innen. Ja, passt auf. Das ist abseits und wir müssen schon sagen, ein vermeidbares Abseits. Ja, das haben sie sich selber eingebrockt. Da müssen sie natürlich warten, bevor sie den Ball spielen. Ander Herrera. Super durchgesetzt. Ja, wartet einen Moment. Blockt ab. Da oben, der vorne den Ball. Der ist drin. Ausgleich. Ein ganz starkes Comeback nach 2 Toren Rückstand. Schön durchgesetzt, zieht am Verteidiger vorbei. Das ist eine seiner großen Stärken. Dieser Zug zum Tor, unnachahmlich. Tolles Tor. Sie treffen zum 3:3 und gestalten alles wieder um. Und da zeigt er vollen Einsatz mit Erfolg. Er hat den Ball. Viel Zeit ist nicht mehr auf der Uhr, Buschi. Und auch die Fans spüren natürlich, jetzt liegt die Entscheidung in der Luft. Und es geht darum, nochmal die letzten Reserven rauszuholen, nochmal alles zu geben. Und mit diesen Fans im Rücken, da ist alles möglich. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Der Ball ist weg. Aus dieser Konterchance können sie nichts machen. Jetzt vielleicht nochmal PSG. Ne, jetzt ist der Ball doch weg.
Ja, die City-Fans sind nicht zufrieden mit dem Remis. Die wollen den Sieg. Und er geht an ihm vorbei. Ilkay Gündoğan. Da macht er fast das Tor mit diesem Hammer. Es fehlt wirklich nicht viel und er hätte jubeln können. Wijnaldum. Mit dem Ball Draxler. Nun Ander Herrera. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Es gibt hier gelb gegen Manchester City. Und die kann man geben, so darf er nicht reingehen. Und Gündoğan. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Was passiert hier noch? PSG versucht's nochmal. Mbappé. Jetzt der Vorstoß. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. So, Führungstreffer. Es ist doch nicht zu glauben. Nach diesem zwischenzeitlichen Rückstand, da sind sie wieder. Das ist ein denkwürdiges Spiel, was wir hier miterleben dürfen. Und sie haben es gedreht. Der absolute Wahnsinn. Sie hatten die Köpfe immer oben, auch als sie weit zurücklagen. Eine überragende Moral, die sie hier an den Tag legen. Und jetzt liegt Manchester City hier zurück. Kurz vor Spielende kommt Manchester City nochmal. Geht hier vielleicht noch was in Richtung Ausgleich? Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Leo Messi macht Druck. Da setzt sich Messi durch. Wird das die Entscheidung? Super gehalten. Das wäre die endgültige Entscheidung gewesen hier in dieser Partie. Aber das war ein sensationeller Reflex. Neymar mit der Ecke. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Das war's für heute. Schlusspfiff. Es gibt an diesem Herbst.